Ich bin total zufrieden. Dieses Jahr ist fantastisch. Lachen, Spaß haben und dann mit einem Lächeln auf den Lippen wieder gehen. Ich hatte ja letztes Jahr fährt bei Slim hier oben am Iglo. Da hat er gesagt, die geilste Location, der je aufgelegt hat. Weil wer legt schon in einem Iglo auf? Das beste Festival, auf dem ich je war. Willkommen auf dem Snowbomb Festival. Auf dem Weg in ein beschauliches Dorf in den Zillertaler Alpen. Meierhofen ist das Ziel. Für eine Woche befindet sich der kleine Ort im absoluten Ausnahmezustand. Das Festival beginnt für einige bereits in Großbritannien. Dort startet ein bunter Roadtrip durch vier Länder bis nach Meierhofen. Wenn die Karawane ankommt, ist das der Auftakt des Festivals in Österreich. Es ist die lustigste Art, auf Snowbomb zu kommen. Es sind bis zu 200 Autos dabei, die alle in London starten. Es gibt ein großes Fest für die Fans mit Entertainern und Performern und es gibt Frühstück. Es ist ganz toll für Snowbombers, sich auf diese Weise kennenzulernen. Wir haben jedes Jahr ein anderes Thema. Dieses Jahr ist das Motto Zirkus. 5.500 feierwütige Briten ziehen in die beschauliche Idylle im Zillertal und stellen den Ort auf den Kopf. Zum 17. Mal findet Snowbombing bereits statt. Mit dem Startschuss in die Partywoche am Ostersonntag, dem letzten Sonntag der Saison, beginnt so etwas wie ein Faschingsumzug. Sie fahren alle im Konvoi, machen einen Zwischenstopp in Frankfurt. Dann gibt es noch ein paar mehr Stops und eine Party auf der Fähre. Wenn sie endlich in Meierhofen sind, fahren alle in einem Festzug die Hauptstraße hinunter. Die Einheimischen lieben es, da kommen sie immer alle. Es ist der offizielle Beginn des Festivals. Es ist wirklich ein besonderer Moment, wenn endlich alle hier ankommen. Rund 1500 Kilometer haben die Engländer hinter sich. 20 Stunden Reisezeit und mehr. Viel Zeit, um vorzuglühen und sich einzustimmen auf eine Woche Alpenextase. Sobald die Roadtrip-Teilnehmer in Meierhofen in Empfang genommen wurden, verlagert sich die Party von der Straße auf das Skigebiet. Ein Alpendorf wird zum Festivalgelände erklärt. Das fordert einen enormen organisatorischen Aufwand. Und die Veranstalter sind pausenlos gefordert. Wie war die Fahrt? Lang, aber war lustig. Was war der lustige Teil? Naja, eigentlich war sie nur lang. Ich bin bis Freitag hier. Im Hotel Strass begrüßt das Snowbombing-Team seine Acts. Wo übernachtest du? Zillertaler Hof. Tschüss. Es ist so ein tolles Festival. Es macht einfach jedem Spaß. Jeder, der kommt, kehrt immer wieder zurück. Es ist nicht nur die Musik und das Snowboarden. Es gibt so viel drumherum. Es ist verrückt. Es macht so viel Spaß. Davon bekommt Mark noch nichts mit.
Das Festival beginnt und der Booker muss sich um alle Probleme kümmern, die es eben so mit sich bringt. Es wird kompliziert für uns, wenn jemand seinen Flug verpasst oder krank wird. Dann bekommen wir richtig Arbeit, weil wir den Zeitplan so festgelegt haben, dass er für uns gut passt, aber dann müssen wir alles umplanen und sehen, ob es vielleicht einen anderen Künstler gibt, der gerade Zeit hat und das Set übernimmt. Oder manchmal geht Equipment kaputt und wir müssen neues Equipment für den Künstler finden. Im Idealfall hätten wir nichts mehr zu tun, wenn es losgeht. Aber das ist nie der Fall. Mehr als 100 Musiker und Künstler treten beim Snowbombing auf. In diesem Büro bereiten wir Päckchen für die Künstler vor, die aus Essen und Trinken bestehen, die sie für ihren Auftritt brauchen. Wir bewahren hier kein Essen auf, nur eine ganze Menge Alkohol. We don't keep any for the food stock here, but we do keep awful lot. Hier ist eine Riesenpalette Bier, Wasser, Schnaps, Champagner, Fruchtsäfte. Kurz bevor der Künstler auftritt, sammeln wir die Getränke, stellen sie in eine Box und liefern sie in den Venues ab. Die sind also für die Künstler. Wir wollen, dass sich die Leute, die zum Snowbomb kommen, wirklich wie in einer Familie fühlen. Wir mögen es, dass die Künstler hierher kommen und sich eine Pause gönnen können, sich freinehmen von ihren vollgestopften Terminkalendern und ein bisschen Urlaub machen. Sie gehen snowboarden, Skifahren, verbringen selbst ein bisschen Zeit auf dem Festival. Sie kommen nicht nur her, treten auf und verschwinden wieder. Viele der Künstler kommen für mindestens 3 oder 4 Tage oder sogar eine ganze Woche her. Das ist super, weil wir so Zeit mit ihnen verbringen können und ein bisschen quatschen können. Es ist ganz anders, als wenn wir in England Konzerte veranstalten, wo sie nur schnell rein und rausrennen an einem Abend. Es ist schön, dass wir ein bisschen Zeit mit den Künstlern verbringen können, mit denen wir das ganze Jahr über arbeiten. Jeder sieht es immer als das erste Festival des Sommers an. Jeder war in England, wo es dunkel und furchtbar und kalt ist um diese Zeit. Ich weiß, hier ist es auch kalt, aber auf die richtige Art. Es geht darum, dem Kunden das Gesamtpaket zu bieten, wenn sie hier ankommen. Dieses Gefühl auszulösen, dass jetzt endlich der Sommer und die Festivals kommen und jeder hier ist, um Spaß zu haben. Warum sich die österreichische Gemeinde immer wieder auf dieses Partyspektakel einlässt, scheint für viele Außenstehende ein Rätsel zu sein. Weniger Einheimische, sondern mehr Hipsters wie DJ Raphael de Cruz sind eine Woche lang in Meierhofen und bevölkern das Dorf. Also ich war schon auf sehr vielen Festivals, wo die Einheimischen nicht gerade Lust auf das Feiervolk haben. Das ist aber hier komplett anders. Also ich habe definitiv den Eindruck, dass hier ein Miteinander stattfindet und die Leute sich jedes Mal freuen, dass Snowbombing ist. Natürlich gibt es auch 2, 3 Chaoten, die hast du überall. Aber prinzipiell freuen sich die Leute hier. Also sowohl beim Check-in im Hotel, super nett, freundlich alle. Hier bei Hans de Butcher, in jedem Laden, wo du gehst, Leute freuen sich, dass man da ist, weil hier so ein reges Miteinander und eine gute Stimmung stattfindet. Außerdem spült die Feiermeute Geld in die Kassen. Rund 10 Millionen Euro bringt so eine Festivalwoche ein. Und das nehmen die Österreicher natürlich gerne an. Es ist eine schöne Zeit. Sie ist stressig, aber es ist schön, weil es einfach sehr locker ist und wir auch ein bisschen was von der Party mitkriegen. Und das gefällt ja unseren Leuten, weil es einmal ein anderes Arbeiten auch ist. Das wird sehr gut angenommen. Hans de Butcher heißt eigentlich Gasser Metzgerei. Nur in dieser Woche ändern sie ihren Namen und werden zum Hotspots für Snacks und Katerfrühstück. Wir sind eigentlich der älteste Metzger in Meierhofen und haben uns aber immer den Bedürfnissen unserer Kunden angepasst und dadurch haben wir ein eigenes System entwickelt, wo wir eigentlich am Puls der Zeit sind und eigentlich das verkaufen, was der Kunde möchte und nicht das, was wir wollen verkaufen. Also Metzger sein ist okay, aber nur Metzger alleine, das würde in der heutigen Zeit sicher sehr, sehr schwierig sein. Was möchtest du? Die Gasser Metzgerei präsentiert ihre Fleischwaren als österreichische Kultobjekte aus ökologischer Herstellung. Das kommt gut an, besonders wenn sie dazu noch in Englisch bedient werden. Was möchtest du?
machen alles frisch. Wir machen alles selber, wir kaufen nichts zu. Keine Convenience. Und wir haben noch richtig geschnittene Schnitzel und nicht geformte Schnitzel. Also wir machen wirklich alles von Hand. Und das macht vielleicht auch am Ende mit einem guten Brot und etwas Gutes drauf, macht vielleicht das aus, was ich heute bin. Und klar, Hans de Butcher ist mit Sicherheit irgendwo mitgewachsen und ist vielleicht auch irgendwo ein Fixpunkt für jeden, der was die Snowbombing-Woche besucht. Und wer die Festivalwoche einmal erlebt hat, der kehrt hier gerne ein weiteres Mal ein. Das ist immer wieder ein Highlight jedes Jahr. Und man hat hier nie den Eindruck, als wenn hier gerade irgendwie ein paar tausend Leute das Dorf auseinandernehmen. Von daher bleibt es immer so ziemlich liebenswert und charmant. Und komfortabel in den gemütlichen Alpenhotels. Das gibt ein bisschen Ruhe und nimmt Stress, der sich bei den Künstlern wie Chrissy von We Go Bang Bang kurz vor dem Auftritt natürlich trotzdem automatisch einstellt. Ich habe immer Panik, wenn ich mich auf ein Set vorbereite, weil man nichts vergessen darf. Ein Festival zu organisieren oder aufzutreten bedeutet immer Stress, weil man will, dass es gut läuft. Deswegen ist man immer in diesem aufgeregten Zustand. Da vergisst man leicht mal etwas von dem Zeug, das man braucht. Und wenn man erst mal oben ist und dann etwas vergessen hat, flippt man total aus. Das hier ist oberste Priorität. Ich habe Sterne, die ich auf die Gesichter der Leute kleben werde, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und dann mein Handy. Es ist toll, weil man bestimmte Momente festhalten kann, aber ich habe auch schon Events gespielt und mein Laptop ist mittendrin auf einmal kaputt gegangen. Ich habe alles auf meinem Handy gespeichert. Jetzt kann ich einfach den Laptop ausstecken und mein Handy dranstecken und es ist, als ob nie etwas passiert ist. Niemand bekommt etwas mit, während ich mir denke, oh mein Gott. Aber so ist alles okay. Jetzt packe ich mein ganzes Zeug zusammen. Ich mache mein Bett nie, weil Zeit auf einem Festival extrem wertvoll ist. Das Bett zu machen hat auf einem Festival keine Priorität. Das Ziel ist es, da rauszugehen, zu feiern und so viel Spaß wie möglich zu haben und dann einfach zu schlafen und sich nicht darum zu kümmern, ob alles ordentlich ist, wie ihr wahrscheinlich seht. Ich glaube ganz ehrlich, dass Festivals etwas sehr Wichtiges sind. Wir konzentrieren uns so sehr auf unseren Alltag. Aufstehen, zur Arbeit gehen, Dinge erledigen, Autos kaufen, was auch immer es ist. Viele von uns leben in diesem endlosen Kreis. Auch wenn du in den Urlaub fährst, normalerweise fährst du mit deiner Familie oder deinen Freunden, also immer mit den gleichen Leuten. Würdest du dich nicht unbedingt mit ganz anderen Menschen umgeben? Wenn du auf ein Festival gehst, gibt es dieses unausgesprochene Versprechen, dass alle gemeinsam damit drinstecken. Wenn du mitten in London wärst und in einen Bus einsteigst, würdest du dich mit den Leuten nicht unterhalten. Wenn du in einen Bus vom Flughafen zum Snowbombing einsteigst, unterhältst du dich mit jedem im Bus. Nicht nur unterhalten, du singst mit ihnen, du trinkst mit ihnen. Auf einmal fällt diese eingeschränkte Art weg, in der wir unser Leben leben. Deshalb finde ich es fantastisch, dass es immer mehr Festivals gibt. Ich finde, das Leben sollte mehr wie ein Festival sein. Ich finde, die Leute sollten Glitzer auf der Arbeit tragen. Die Australierin liebt das Snowbombing-Festival im Alpendorf Meierhofen. Es ist eine Festivalwelt, in der sie sich sehr wohl fühlt. Hey, wie geht's dir? Meine ganze Karriere hatte immer mit Auftritten zu tun. Radio, TV, Singing. Ich war Sängerin, Moderatorin, im Radio, im Fernsehen, alles Mögliche. Deshalb habe ich seit Jahren mit Festivals zu tun. Und Festivals sind auch mein absoluter Lieblingsort. Wegen all der Kameradschaft und diesem Gemeinschaftssinn. Sense of community.
Die Sache ist die, wenn du in so einen Raum kommst und noch niemand hier ist, ist das eine tolle Gelegenheit, alles von 0 auf 150 zu steigern. Ich mag die Herausforderungen, solange ich nicht zu verkatert bin. Aber ich versuche immer frisch, vorbereitet und pünktlich zu sein und dann so übertrieben und verrückt zu sein, wie ich irgendwie kann. Deshalb habe ich am Schluss immer keine Stimme mehr. Vor allem am Ende, in dieser letzten Stunde, bin ich so überdreht, dass ich alle antreibe. Ich mag es, wenn die Leute auf den Stühlen und auf den Tischen oder mit mir oben auf der Bühne tanzen. Jeder herumspringt. Je losgelöster, desto besser, finde ich. Es ist wie ein unbeschriebenes Blatt, das ich jetzt wild bemalen darf. We Go Bang Bang Chrissy hofft auf viele Feiergäste. Doch noch ist es leer. Ebenso wie im Spaßbad, wo bald eine Poolparty steigen soll. Jetzt haben wir noch keine Gäste hier, aber wenn die Party startet, dann sieht es dann eher aus so wie die Ölsardinen in der Büchse, weil da sind so viele Leute im Wasser, dass sie sich kaum noch bewegen können. Aber es ist ein tolles Event und es macht den Leuten riesig Spaß. Es ist so wie Karneval noch einmal wiederholt. Ja, ist schon toll anzuschauen. So 400 Leute werden schon da sein. Es gibt schon Gegner auch dieses Festes, aber ich sage, der Großteil der Meierhofener ist es ja gewöhnt, mit Tourismus zu leben. Und diese Woche wäre ja eigentlich von der Besucherzahl her eher eine ruhige Woche. Es gibt ja Tourismusorte, die Meierhofen darum beneiden, in dieser Woche so gute Auslastungen zu haben. Und wenn man das glaubt, was auch der Tourismusverbandsobmann immer sagt, dass die Wertschöpfung riesengroß ist dieser Woche, weil angeblich gibt der durchschnittliche Snowbombing-Gast in dieser Woche 1.800 Euro aus, dann glaube ich, ist das für Meierhofen ein gutes Geschäft und wir leben alle davon. Und deswegen glaube ich, haben sich die Meierhofen auch damit abgefunden. Und viele Einheimische kaufen sich auch diese Snowbombing-Bänder, damit sie auch auf diese ganzen Events gehen können. Und na, es ist eigentlich noch nichts passiert. Das ist übrigens der Arzt von Snowbombing. Ja, wir arbeiten eng zusammen. Wir beugen gemeinsam Risiken vor und sind immer in engem Kontakt, um sicherzugehen, dass alles glatt läuft. Wir halten uns an ihre Regeln. Es wird also nicht ins Wasser gesprungen. Alles muss sicher zugehen. Es gibt keinen Alkohol hier unten. Wir arbeiten zusammen und alles läuft reibungslos. Teamwork. Es ist wirklich gut, dass die Leute Englisch sprechen, weil 90% unserer Kunden und Mitarbeiter keine andere Sprache außer Englisch sprechen. Deshalb brauchen wir Leute wie Heidi, die mit uns arbeiten. Heidi Lasnik hat mit dem Snowbombing-Festival gute Erfahrungen gemacht. Sie sieht viele Vorteile und freut sich auch über die technische Weiterentwicklung des Festivals. Das ist zum Beispiel auch etwas Typisches vom Snowbombing. Die haben ja diese Wristbands, wie sie die Snowbomber nennen, und die haben so Chips drauf. Die kann man an diesen Top-Up-Points aufladen. Also die laden sich da 100 Euro drauf und dann können die zum Beispiel eben auch bei uns, können die das dann als Cashless-Bezahlsystem verwenden. Das ist ganz toll. Und das erste Jahr, als wir unsere erste Poolparty hatten, da hatten wir das noch nicht. Und da hat es dann halt Probleme gegeben mit der Bezahlerei. Ganz viele kommen dann schon ohne Bargeld, nur in der Badehose hier rein. Ja, aber seitdem wir das jetzt haben, das ist jetzt heuer das dritte Mal, glaube ich, wird das Geschäft brummen heute hier. Snowbombing. Diese Party schlägt ein wie eine Bombe. Das ist das Konzept, das die Macher seit 14 Jahren verfolgen. Im Tal und auf dem Berg. Nach Testläufen in Frankreich und der Schweiz landete das Festival, inzwischen deutlich gewachsen, in Meierhofen. Auch das Iglu-Hotel, der Snowpark und das Skigebiet allgemein werden zu einer großen Bühne umfunktioniert. Josef Machelbeck trifft letzte Vorbereitungen vor dem großen Ansturm. Und obwohl der Frühling naht, liegt hier noch ordentlich Schnee, den der Bayer jetzt auf die Dächer seines Iglus schießt. Ja, wir müssen natürlich den kompletten Winter des Iglu überprüfen, an was Schneedicke noch drauf ist. Und dementsprechend wird dann wieder nachgeschleudert.
Das ist auch die Art, wie wir die Iglus bauen, eben mit Ballonsystem und dann mit der Schneefräse ballern wir den Schnee drauf. Und sollte über den Winter die Schneedecke schmelzen oder südseitig schmelzen, hauen wir einfach mit der Schneefräse wieder den Schnee drauf und die Decke ist wieder geschlossen und stabil. Wir haben zum Teil bis zu 3 Meter Schnee. Auf dem Iglu-Dach haben wir 1,5 Meter Schnee. Der wird den Winter über ist komplett durchgefroren, also richtige Eisschichten drin. Das ist so stabil, das steht noch im Sommer normalerweise. Das Iglu-Hotel. Cool gebaut mit speziellen Tricks, Techniken und Material. Ja, wir haben hier zum Beispiel, das ist die Rohform vom Ballon, hier, die man hier sieht. Das hat so Poppeln und da haben wir verschiedene Ballons. Zum einen hier für den Eingang, für die Schlafiglus, das sind runde Ballons. Haben wir große Ballons für fürs Hauptiglu und noch für den Haupteingang, da haben wir so eine Zwiebelform an Ballons. Das sind Sonderanfertigungen, extra für uns gefertigt. Kann man sich vorstellen, wie Material wie von der Kinderhüpfburg, die Ballons. Und allein Statik, wenn man jetzt hier sieht, dieser Bogen ist schon halb weggeschmolzen, aber steht noch. Ein Party- oder Liebesnest in 2000 Meter Höhe mit Bergpanorama. Es hat hier am Iglu um die 0 Grad. Klar, je nachdem Außentemperatur plus minus 2, 3 Grad. Aber also wenn jetzt Party ist im Iglu, dann hat es wahrscheinlich plus 10 Grad, weil 300 Leute drin sind. Und hier, wir haben hier spezielle Daunenschlafsäcke. Nochmal Inlays, also Fließschlafsäcke in den Schlafsack rein. Und es ist wirklich nicht kalt. Ich habe selber schon hier drin geschlafen. Ich habe den Schlafsack aufgemacht, weil es zu warm war. Noch ein Check der Schneedecke und dann die Freigabe. Warmes Wetter ist gut fürs Geschäft, weil da ist an der Bar viel los, ist aber schlecht fürs Iglu, weil es wegschmilzt. Je nachdem wird dann wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, mit der Schneefräse wieder Schnee drauf gemacht. Südseitig muss man die Wände oft einmal wieder verstärken, um 1 Meter oder 1,5 Meter. Und kaltes Wetter ist eben gut fürs Iglu, weil es durchfriert. Die Arktik ist gemacht, von innen schmelzt vielleicht 1-2 Zentimeter weg, aber ansonsten passiert da nicht viel. Die Bergparty kann steigen. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Ab in die Eisbar. Es fehlen noch der letzte Schliff und ein weiteres Ablagefach hinter der Bar. Ein paar Schritte weiter geht es bereits los mit den ersten Dance-Moves. Voga, ein Mix aus Fitness und Stretching. Es soll Yoga und den Tanzstil Voguing verbinden, der aus typischen Model-Posings und akrobatischen Elementen besteht. Das Workout-Konzept hat sich Juliet ausgedacht, exzentrisch und schrill.
genau wie ihr Outfit. Wir machen gerne Freestyle und wir haben uns ein paar gute Bewegungen überlegt, die mit Skifahren zu tun haben. Zum Beispiel, wenn die Knie vom Skifahren oder Snowboarden wehtun, werden sie so gebeugt oder gestreckt. Voguing ist ein Wortspiel, eine Hommage an Madonnas Vogue. Juliette und ihre Kollegin Luella heizen am Sonnendeck der White Lounge den Besuchern ordentlich ein. Die Leute haben meistens ziemlich Lust darauf. Das Gute daran ist, dass es wirklich funktioniert, wenn man verkatert ist. Es ist eine gute Art, den Kater loszuwerden. Es ist uns selbst auch schon so gegangen, dass der Kater nach einer Stunde weg ist. Mir geht es darum, dass die Leute sich fabelhaft auf ihrer Yogamatte fühlen. Egal, was du anhast, sei stolz auf deinen eigenen Style und deine Posen und kümmere dich nicht zu sehr darum, ob deine Bewegungen ganz perfekt sind. Wenn du es genießt, ist es gut für deinen Körper. Wem das jedoch hier draußen im Schnee zu kalt ist, der wärmt sich in der Pilzbar auf. Vollgas mit Mr. Motivator, Derek Evans. I've been doing what I love for a lot of years now. Ich mache das, was ich liebe, jetzt seit vielen Jahren. Ich nenne es nicht Training, ich nenne es Spaß. Darum geht es. Die Leute sollen einfach ein bisschen Spaß haben. Und hoffentlich denken die Leute, die das sehen, dass sie das zu Hause auch machen könnten. Sich einfach ein bisschen zur Musik bewegen und Spaß haben. Der Jamaika-Brite ist 64 Jahre alt und hat mehrere Fitness- und Motivationsvideos produziert. Derek sucht immer wieder neue Herausforderungen. Und die hat er in 2000 Meter Höhe beim Snowbombing Festival gefunden. Lachen, Spaß haben und mit einem Lächeln auf den Lippen wieder gehen. Ich finde, wenn du etwas tust und es fühlt sich richtig an, ist das Publikum meistens ein gutes Indiz dafür, dass es wirklich richtig ist. Es gibt ein paar Dinge, die mir sehr wichtig sind, wie meine Familie, meine Gefühle oder meine Fitness und meine Gesundheit. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich werde dieses Jahr 65 und ich will so lange weitermachen, wie ich kann. Nur weil man älter wird, muss man noch lange nicht aufhören. Vergiss nicht, du wirst nur alt, wenn du aufhörst, jung zu sein. Deshalb musst du immer weitermachen. Ich komme immer zurück zum Snowbombing, weil es etwas Einzigartiges und Andersartiges besitzt. Erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch ein Dorf auf der Welt gibt, das es mitmachen würde, dass 8.000 bis 10.000 Leute hier einfallen. Aber sie machen es mit. Zweitens ist es ein toller Ort, um viele Menschen kennenzulernen und richtig viel Spaß zu haben. Es ist das einzige Mal, wenn du dich nicht darum sorgen musst, Freunde zu finden. Wenn du hier bist, wirst du Freunde finden. Die Atmosphäre ist unglaublich. Der Ort und der Schnee auf den Bergen und überall sind absolut wunderschön. Wenn du auf Snowbombing keinen Spaß hast, liegt es daran, dass du langweilig bist. Langeweile ist beim Snowbombing Festival ausgeschlossen. Schließlich können die Besucher hier nebenbei noch Skifahren oder können es zumindest lernen. Ich kann überhaupt nicht Skifahren, aber ich mache das schon irgendwie und habe Spaß. Es ist so anders, so etwas gibt es in England nicht. Es ist ein echtes Festival. Es macht dich kaputt. Macht es gut, Jungs. Unten im Tal bei Hans the Butcher ist mächtig Betrieb. Hinter dem Tresen bedienen ca. 10 Angestellte die britischen Touristen. Währenddessen wird die Kultmetzgerei jetzt zur Disco umgebaut.
Kabelsalat an der frischen Theke. Hans Gasser hat alles im Griff in seinem Laden. Der Meierhofener Metzger ist für die Briten eine Festivalprominenz. Denn jeder Besucher kennt Hans the Butcher. Es ist crazy, wenn man denkt, dass ich in London war und es hat mich jemand darauf angesprochen, in London auf Hans the Butcher. Das ist schon bei einem Konzert in London, ja. Ja, echt, ja. Das ist schon gut. Und natürlich kennen Sie auch seine Party im Metzgerladen. Fett und laut. Und das geht aber nur 2 Stunden. Und nicht mehr, also nicht länger. Und das ist eigentlich das Tolle, dass es in einer kurzen Zeit sehr heftig ist, aber wunderschön ist und jeder das in Erinnerung behält. Schnitzelbrötchen und Beats von DJ Artwork. Einzigartig diese Mischung aus Fleischtheke und Techno-Club. Sie würden normalerweise nie in so einer Umgebung spielen und die Snowbombers lieben es. Wir bringen dieses ganz neue Element hinzu. Wir versuchen nicht nur Partys wie in einem normalen Club zu bieten. Das gleiche gilt für die Poolparty von Heidi Lasnik im Meierhofener Erlebnisbad. Wo normalerweise Kinder im 31 Grad warmen Wasser spielen, planschen heute hunderte Briten zu den Sounds von Solado aus Manchester. Hausregeln, kein Rennen, kein Grapschen oder Wasserspritzen. Aber Wasserbomben sind erlaubt. Heidi Lasnik will sich das Spektakel, das einmal im Jahr hier stattfindet, nicht entgehen lassen und begibt sich von der Kasse zum Hallenbad. Die Bässe dröhnen enorm laut und die Stimmung im Hintergrund ist auf dem Siedepunkt. Feierwütigen Festivalgäste aus Großbritannien nehmen die Baderegeln mit Humor, aber auch ernst. Die Party verläuft reibungslos im Spaß- und Erlebnisbad. Die Gondel ist unterwegs nach oben zur arktischen Disco. Dorthin wollen James und Charlotte jetzt auch. Im Grunde genommen ist es ein super Snowboard- und Skiort. Und die Leute kommen her, um Ski zu fahren oder zu snowboarden. Aber wenn Snowbombing ist, geht es ab.
Jeder, der hierher kommt, dreht total durch. Das ist alles, was ich dazu sagen habe. Das beste Festival, auf dem ich je war. Das Dorf ist fantastisch. Es ist sauber, alle verstehen sich, jeder will feiern. Ich war noch nie an so einem Ort. Jeder fühlt sich sicher, glücklich. Jeder redet miteinander. Jeder liebt sich einfach gegenseitig. Es ist wie eine glückliche Liebesblase. Es ist super. Ich weiß nicht, ob wir dem Festival gerecht werden. Aber wir lieben es und haben allen gesagt, dass sie hierher kommen müssen. Wir kommen ja aus einem Grund hierher. Es ist ein extrem guter Rave, würde ich sagen. Alle denken, es wäre kalt. Aber das ist es gar nicht, weil man ravet. Dann wird einem schon warm. Uns gefällt es wirklich. Die Gondel naht und die Stimmung steigt. Doch die Laune des Sicherheitschefs Martin nimmt rasant ab. Geht nicht rein. Stopp. Jeder braucht angemessene Kleidung. Eine Schicht Kleidung reicht nicht. Zwei Schichten oder mehr. Haltet die Klappe oder ich schließe die verdammten Türen. Hört her, für eure Sicherheit. Eine Schicht Kleidung und ich lasse euch nicht mit. Oben gibt es noch ein Sicherheitsbriefing. Ihr braucht also gar nicht loszurennen. Ihr könnt euch hinsetzen und warten, bis ihr das Sicherheitsbriefing bekommen habt. Ich öffne jetzt die Türen. Also, los geht's. Für einige Briten ist es das erste Mal in einer Gondel und anschließend im Schnee auf 2000 Meter Höhe. Das birgt natürlich auch Gefahren, auf die sie noch hingewiesen werden. Alles auf Englisch, versteht sich. Das Snowbombing Festival bringt seine eigene Security mit, um Kommunikationsbarrieren zu überwinden. Okay, ich muss euch jetzt ein Sicherheitsbriefing geben. Hinter dem Iglo geht es steil hinunter. Geht nicht hinter das Iglo. Wer war schon einmal hier? Alles klar, ihr seid also alle neu hier. Hier hinter geht es auch sehr steil hinunter. Geht da nicht hin oder ihr werdet sterben. Ende der Geschichte. Geht nicht abseits von dem abgezäunten Areal bei den Iglos. In den Iglos wird nicht geraucht. Draußen kein Problem. Aber innen möchte ich niemanden rauchen sehen. Das gleiche gilt für E-Zigaretten. Es bleibt am Eis haften und stinkt tagelang. Die erste Gondel fährt genau um 22 Uhr ab. Die nächste fährt um 22.15 Uhr. Die nächste um 22.30 Uhr. Das ist die letzte. Kommt nicht um 21 Uhr zu mir und erzählt mir, dass euch kalt ist. Seid keine Idioten. Passt auf, was ihr tut. Alkohol wirkt sich hier oben etwa 1,5 Mal so stark aus wie unten im Tal. Wenn ihr sonst etwas braucht, wendet euch an mich oder an die anderen Sicherheitsleute. Stuart führt euch jetzt nach oben. Es ist besser, Engländer hier oben zu haben, die Englisch sprechen und nicht Deutsche oder Österreicher, die sich mit Engländern nicht so gut verständigen können. Ich weiß, wie Engländer sind und versuche ihnen so gut ich kann zu helfen, indem ich aus meiner Erfahrung schöpfe. Österreicher wissen möglicherweise nicht so viel über Engländer.
Von den Briten wird gesagt, dass sie gerne trinken und ungezügelt feiern. Das ist hier aber bei Weitem nicht der Fall. An der Arctic Disco benehmen sie sich vorbildlich. Ich glaube, das Beeindruckendste für mich, gesprochen auf die Organisation, ist einfach, dass das reibungslos abläuft. Es ist von Anfang bis zum Ende ist das durchkoordiniert. Und wenn man das anschaut, die englischen Gäste, die sind so super. Also wir haben fast keine Probleme. Wenn man sich das anschaut, sie machen eine gute Party und es gibt eigentlich nie irgendwie Reibereien. Also da ist eine super Stimmung. Sie stellen sich bei den Bars brav an. Sie haben einfach wirklich ja, gute Zeit und da gibt es gar nichts Negatives zu sagen. Es ist so ein Partyvolk, also die sind so super motiviert und ja, ich glaube, das ist der richtige Weg, so wie sie es machen. Auch im Tal geht die Feierei jetzt richtig los. Die legendäre Streetparty findet in Meierhofen statt und ist offen für alle Besucher. Auch für solche, die kein Ticket haben. Es scheint beim Snowbombing, als ob die Briten hier ihren Karneval nachholen und die Osterfeiertage in die größte englische Kostümparty verwandeln. Alles, was sie tragen, symbolisiert den Sinn des Ganzen. Sie sind eine Woche lang nicht sie selbst. Rund 5500 Partyleute aus England stellen den Tiroler Skiort auf den Kopf. Hier kann auch Marc endlich aufatmen und Festivalluft genießen. Seine Arbeit ist getan, alle Künstler und Besucher sind versorgt und feiern. Der Übergang zwischen den Acts verläuft problemlos. Es ist schon ziemlich besonders. Ich habe so etwas noch nicht oft gesehen. Es ist eine legendäre Party. Das ist jetzt unser 8. Jahr. Ich bin total zufrieden. Dieses Jahr ist fantastisch. Unter die Festivaltouristen mischen sich auch immer wieder einheimische Meierhofener. Wir sind es ja schon eigentlich ein paar Jahre gewohnt und so weiter. Es ist natürlich total lässig, dass die jungen Leute so toll drauf sind und dass diese Veranstaltung überhaupt in Meierhofen hier stattfindet. Das ist super! Großveranstaltungen sind natürlich immer nicht ganz einfach, aber ich denke, rundum das Team hat es im Griff und das ist super so. Ja. Wir ermutigen die Anwohner, zum Festival zu kommen und sich unter die Snowbomber zu mischen. Ich glaube, sie waren von Anfang an ziemlich tolerant. Doch selbst jetzt, diese Woche, als ich hier ankam, haben mir ein paar Einheimische erzählt, wie sehr sie die Snowbomber-Kunden mögen. Viel mehr als alle anderen Besucher in der Saison. Unser Publikum ist hauptsächlich Englisch und sie haben Witze darüber gemacht, wie Engländer sich gerne in eine Reihe stellen und nicht wirklich Ärger machen. Es war schön zu hören, dass sie die Snowbombers wirklich mögen und dass sie es genießen, wenn wir kommen und ihr Dorf einnehmen. Während die Briten feiern, bereitet sich Elektro-DJ Rafael da Cruz auf seinen Auftritt vor. Also gerade heute, so bei einem Festival wie der Snowbombing, einmal im Jahr freut man sich, hier hinzukommen und dann möchte man natürlich abliefern. Und Lampenfieber ist schon da. Meistens so 5 bis 10 Minuten vorher überlegt man dann, okay, soll ich den Track wirklich als erstes spielen? Macht das Sinn? Manchmal macht es dann gar keinen Sinn, wenn man den letzten Track von dem DJ vorher hört, wo man dann ganz schnell umschwenken muss. Aber Lampenfieber ist auf jeden Fall da, ja. Zur Musik gekommen bin ich mit 18.
Meine Schwester hat mich mit nach Köln geschleppt, als ich gerade 17, 18 war. Und ich war total geflasht von den Partys und wollte halt unbedingt so sein wie der DJ da oben, als er da stand. Und der damalige Freund von meiner Schwester war auch DJ, ist von München nach Köln gezogen mit seinen 2.000, 3.000 Platten und hat mir das dann gezeigt. Und als ich meinen 18. Geburtstag feiern wollte in einem Club damals, in der Voreifel, wo ich gewohnt habe, meinte der Clubbesitzer, ja, du kannst den Club haben für deinen 18., aber du musst halt selbst auflegen. Und da hatte ich gerade zum ersten Mal vor einer Woche eine Vinyl in der Hand. Und ich habe wohl das schlimmste DJ-Set aller Zeiten gespielt, weil ich halt einfach nicht auflegen konnte. Aber der hat mir danach, weil der Club so voll war, einfach eine Nacht gegeben. Meinte, hier, du machst jetzt alle 4 Wochen hier eine Party, weil der Club einfach voll war. Und ich habe dann quasi im Club gelernt zu spielen. Also ich hatte noch nie eigenes Equipment oder so. Das heißt, ich stand dann alle 4 Wochen und habe immer weniger Fehler gemacht. Bis heute. Passiert aber immer noch. Raphael ist ein bekannter DJ und legte bereits in zahlreichen Clubs von Köln bis Berlin auf, bespielte Festivals und tourte durch Indien, Thailand und Südamerika. Beim Snowbombing ist er bereits zum 3. Mal als Act. Das Brückenstadel wird er heute Nacht zum Elektroclub umwandeln. Raphael auflegt, gibt Chrissy auch stimmlich im Funhaus Vollgas. Jeden Tag reist sie die Gäste mit und bereitet ihnen eine Après-Ski-Saison-Party der Extraklasse. We go bang bang, das ist ihr Motto. It was empty when we started and als wir anfingen, war es komplett leer. Wie ihr seht, kommen gerade ziemlich viele Leute herein. Ich glaube, wir haben es am Ende doch noch geschafft. Jeder ist hoch und runter gesprungen. Es wurde ziemlich hektisch. Genau wie ich es mag. Und 2000 Meter weiter oben läuft die Party im Iglo. Ganz cool und völlig entspannt. Da war letztes Jahr erstmal schon ein bisschen Bauchkribbeln dabei, weil man weiß ja nie, ob es da nicht irgendwie Ausschreitungen gibt oder keine Ahnung, wie sich die Engländer so aufführen. Aber ich muss sagen, nach den ersten ein, zwei Partys war das vorbei und ist so eine nette Gesellschaft hier. Ein paar verrückte Leute, aber machen Party und ja, machen keinen Scheiß meistens. Ich hatte ja letztes Jahr Fat Boy Slim hier oben am Iglo. Da hat er gesagt, die geilste Location, der je aufgelegt hat. Weil wer legt schon in einem Iglo auf?
Das Snowbombing ist ein ganz besonderes Festival. Einmal im Jahr für eine Woche ruft der Berg die Briten zu einer großen Feierei zusammen. Eiskalt und total cool sind die Kostüme und die Gemüter. Für den kleinen Ort Meierhofen schon lange kein Kulturschock mehr, sondern eher ein willkommener Abschluss der Skisaison.